Sabine Merkelbach. Ich bin zuständig mit dem Herrn Bader zusammen für die Landeskoordination zum Aufbau unseres Landesverbandes. Das haben wir in den letzten Monaten gemacht, der Partei Die Freiheit, Bürgerrechtspartei für mehr Freiheit und Demokratie. Wie ist so Ihr Werdegang? Weil der Herr Bader hat mir schon gesagt, er kommt von der FDP. Ich komme auch von der FDP. Wir haben letztes Jahr die FDP verlassen, aus bestimmten Gründen, weil sie einfach im Wahlkampf nach der Bundestagswahl das nicht umgesetzt hat, was wir uns vorgestellt haben, wofür wir auf der Straße gestanden haben für diese Partei. Das fängt an mit dem Entwicklungshilfeministerium, was Herr Niebel abschaffen wollte und es dann gleich selbst besetzt hat. Steuersenkungen, die bisher nicht erfolgt sind, Gesundheitsreform, das war auch nur eine Erhöhung. Das kann man dem Bürger auf die Dauer nicht zumuten. Wie sieht das jetzt zahlenmäßig aus, erstmal bundesweit? Wie entwickelt sich die Partei? Bundesweit haben wir derzeit 1.800 Mitglieder. Die Tendenz ist steigen, wir steigen stetig. Wir haben im November hier angefangen in Hessen mit 80 Mitgliedern, haben mittlerweile 190 Mitglieder. Das für so eine junge Partei hört sich das erstmal nicht viel an, aber wir sind sehr zufrieden, weil wir auch jetzt eine Phase hatten der innerlichen Strukturierung, wo man dann nicht viel nach außen geht an die Öffentlichkeit. Wie kommt es, dass es jetzt so Herborn, Wetzlar, man hier so lokale Leute trifft? Hat das für Hessen eine Bedeutung? Ist hier eine besondere Quelle? Nein, eigentlich nicht. Wir haben keine besondere Quelle. Nein, sind wir kein Zentrum. Wir haben uns sehr früh in Verbindung gesetzt mit dem Bundesvorsitzenden. Und dann ist man übereingekommen, dass wir eben die Koordination für Hessen übernehmen. Warum wir ausgerechnet hier sind, ist es erstens kostengünstiger als Frankfurt oder Wiesbaden. Zweitens müssen wir allen Mitgliedern hier gerecht werden. Hessen ist ein Flächenland. Wir müssen an einem Werktag den Mitgliedern noch Gelegenheit geben, in einer vernünftigen Zeit nach Hause zu kommen. Also auch die von Kassel müssen in einer vernünftigen Zeit an- und abreisen können. Und gibt es jetzt schon Strukturen? Also Sie sind, welches Amt haben Sie inne? Gibt es irgendwie so einen Parteivorstand? Wir wählen heute Abend den Landesvorstand. Und wir sind derzeit die Leute, die mit dem Aufbau beschäftigt waren. Gibt es da jetzt Kandidaten? Möchte ich derzeit noch nichts drüber sagen. Gut, jetzt nochmal zurück zur FDP, beziehungsweise diese Entscheidung ist Ihnen bestimmt nicht leicht gefallen, an der Partei rauszugehen, aber auch eine neue beizutreten, praktisch Mitbegründer zu sein. Vielleicht, wenn Sie da nochmal so von Ihren Beweggründen, was da passiert ist. Ja, das ist eine interessante Alternative. Wir haben zum einen in der FDP eben das Thema der konservativen Werte immer weniger beleuchtet. Wir setzen uns, da muss ich keinen Hehl draus machen, auch kritisch mit dem Islam und der Islamisierung auseinander. Wenn Sie sehen, der hessische Verfassungsschutzbericht vom letzten Jahr sagt eindeutig, wir haben 5.200 Islamisten, radikale Islamisten hier alleine in Hessen. Der Anschlag am 2. März am Frankfurter Flughafen ist den radikalen Islamisten zuzuschreiben. Das ist schon eine Bedrohung und es ist auch eine Bedrohung unserer Freiheit. Wir setzen uns dafür ein, dass wir keine Einwanderung mehr in die Sozialsysteme bekommen. Das heißt, bei uns ist jeder willkommen, der sich integriert in unsere Gesellschaft, aber auch sich selbst ernährt. Jetzt gibt es ja auch Personen, so CDU, FDP vielleicht weniger, aber auch, die Ähnliches denken. Also ich denke jetzt gerade hier vor Ort, wir haben hier den Hans-Jürgen Irmer, der ja Ähnliches sagt. Da werden wir, unser Wahlprogramm ist so breit gesteuert mit einem breiten Angebot an Politikfeldern für die Bürger, dass wir da auch Akzente setzen können, wo wir uns generell massiv unterscheiden. Jetzt sind draußen die Jusos, habe ich gehört, Kundgebung. Ja. Wie stehen Sie dazu, dass Sie so... Wir haben Meinungsfreiheit und Versammlungsrecht in Deutschland. Dazu stehen wir, das wollen wir. Aber man soll uns auch in Ruhe und Frieden unsere Versammlungen durchführen lassen. Ja, aber das ist schon so direkt am Anfang, Sie so in die rechte Ecke gerückt werden. Wie gehen Sie damit um? Wissen Sie, wenn mich ein Linker als rechts bezeichnet, dann habe ich damit kein Problem. Und die CDU bundesweit ist mittlerweile so weit nach links gerückt, dass wir zwar rechts von der CDU stehen, aber uns im politischen Parteienspektrum dann immer noch wieder schön in der Mitte wiederfinden können bei der Linksausrichtung der derzeitigen CDU. Was würden Sie bei Ihnen jetzt als rechtskonservativ bezeichnen? Also Islam haben Sie schon angesprochen. Ja. Gibt es noch Kennzeichen, wo Sie sagen, wir sind eine konservative Partei? Wir sind eine konservative Partei, die sich auch für unsere eigenen Werte einsetzt. Wir wollen eben den Bürgern die Möglichkeit geben, dass auch eine Wertegesellschaft wieder anerkannt wird in Deutschland. Können Sie ein paar Werte nennen, wo Sie sagen, die wären wichtig für die Zukunft? Das sind Bürgerrechte und Demokratie. Das sind für mich auch konservativ besetzte Werte. Wir wollen also auch
ich will jetzt nicht national sein, weil das auch immer schlecht behaftet ist, das Wort. Wir setzen uns auch kritisch mit der EU auseinander. Ich glaube, wir brauchen eine EU, wie zum Beispiel, wie es anfangs mal war, dass das eine Wirtschaftsarbeitszone war, eine gemeinschaftliche Wirtschaftszone. Aber wir brauchen keine EU, die uns zentralistisch von Brüssel aus regiert. Ich glaube, da sollten die Staaten schon noch unabhängiger sein, als es derzeit der Trend ist. Wie ist es jetzt mit jungen Leuten? Was wäre attraktiv nach Ihrer Meinung für junge Leute in die Partei zu kommen? Wir kriegen viele junge Leute. Auch gerade deshalb, weil wir uns kritisch mit dem Islam auseinandersetzen. Wir kriegen viele junge Leute von der Jungen Union derzeit, von den jungen Liberalen. Wir haben eine bunte Mischung. Unser ältestes Mitglied ist, glaube ich, 85 Jahre alt, der jüngste ist 17. Und speziell junge Leute kommen derzeit sehr viel zu uns. Wie stehen Sie zum Thema Asyl zum Beispiel? Ist das bei Ihnen schon im Inhalt drin? Das Asylrecht muss endlich angewandt werden. Und den Leuten muss auch eine Chance gegeben werden, wenn dann die Tatbestände des Asyls in dem Land, wo sie herkommen, nicht mehr greifen, dass sie zurück in das Land gehen können. Ja, wie stehen Sie aber zur Multikulturalität Deutschlands? Ja? Das habe ich eben schon gesagt. Ja. Hier ist jeder willkommen, der sich integriert und unsere Demokratie und Freiheit anerkennt. Wir lehnen aber Extremisten, auch aus der islamistischen Szene, das lehnen wir ab. Ich gebe Ihnen ein ganz einfaches Beispiel. Ich habe selbst mal ein halbes Jahr in Spanien gelebt. Das habe ich mir selbst finanziert. Das erwarte ich auch von jedem, der hierher kommt und nicht arbeitet, nicht keine Steuern zahlt, dass, wenn er hierher kommt, seinen Lebensunterhalt selbst bestreitet. Da habe ich eine deutsche Familie in Spanien kennengelernt. Die haben ihre Kinder auf die öffentliche Schule getan. Und da hat der spanische Lehrer sich das eine Zeit lang mit angeguckt und hat gesagt, tut mir leid, wenn ihr euren Kindern jetzt nicht schnellstmöglich privat die spanische Sprache beibringt, dann muss ich sie bitten, sie hier aus der Schule zu nehmen und auf eine Privatschule zu schicken, auf eine internationale Schule. Das muss dann aber selbst bezahlt werden. Herr Bundespräsident, ich habe ihn jetzt auf dem Kirchentag nochmal gehört, zu der Frage, der Islam ist ein Teil Deutschlands. Das sehen wir nicht so. Wieso? Der Islam ist für uns kein Teil Deutschlands. Aber Sie können ihn nicht wegdenken, sondern er ist ja da. Wie würden Sie das anders formulieren? Die Muslime sollen sich integrieren, wir erkennen das an, aber er ist nun mal er besteht nicht, zu unserer Wertekultur gehört er nicht dazu, zu unserer christlich-jüdischen Wertekultur. Und wenn jetzt zum Beispiel Schulen muslimische, also zum Beispiel in Gelsenkirchen gibt es ja Schulen, die haben 80% Muslime in der Klasse, wie kann man den Schülern das vermitteln? Zu sagen, ist halt kein Teil Deutschlands. Ja. Das sagen wir nicht. Wir sagen, der politische Islam ist kein Teil Deutschlands. Die Menschen, die hier leben, selbstverständlich sind ein Teil Deutschlands. Aber wenn sie dann unsere Verfassung und unsere Grundgesetze nicht anerkennen, damit haben wir ein Problem. Dass Bürger von den Parteien weggehen und sagen, wir gehen auf die Straße, Stuttgart 21 oder die Atomkraftbewegung. Ja? Sagen, wir sind die Bewegung, gibt es auch einen Spruch. Wollen Sie das aufgreifen, diese Stimmung zurzeit in Deutschland? Die Stimmung nach mehr Mitbestimmung, sicherlich, ja. Für uns bei der Atomkraft, wir haben eine ganz einfache Lösung davor. Volksabstimmung nach Schweizer Vorbild. Ja. In vielen Bereichen, nicht nur im Atombereich. Und zur Atomfrage, haben Sie da auch schon was im Programm drin oder kam das jetzt zu schnell? Das kam zu schnell, aber eine Volksabstimmung, das wäre möglich. Also in der Atomfrage, da gibt es auch unterschiedliche Meinungen unter den Mitgliedern. Da wird man auf demokratischem Weg eine innerparteiliche Mehrheit bilden zu der einen oder anderen Position. Wenn Sie sagen Volksabstimmung, fällt natürlich noch das Minarett-Sache in der Schweiz an. Ja. Vermute ich mal, dass Sie dann ähnlich denken, oder? Man sollte solche Fragen dann auch... Ja, dem Bürger zur Abstimmung geben. Wie stehen Sie zu den, NPD, zu den rechtsradikalen Parteien? Möchten wir nichts mit zu tun haben. Wir wehren uns gegen Extremismus oder Extremradikale von links und von rechts. Sie haben jetzt auch keine Mitglieder, Sie gucken dann schon... Wir prüfen das genau, ja. Wir haben ein Mitglied, der hat uns die Mitgliedschaft in der NPD verschwiegen auf Bundesebene, den haben wir nachher wieder ausgeschlossen. Ja, die junge Freiheit. Also ist sie gerade jetzt die Zeitung die junge Freiheit? Sie nennen sich die Freiheit, hat das eben Bezug? Nein, es gibt keinen Bezug. Die besetzen natürlich Themen, die wir auch besetzen, das Wertkonservative. Und die haben uns Probeexemplare zur Verfügung gestellt für die Veranstaltung. Da werden auch Vertreter da sein? Nein. Sie werden jetzt nicht von denen gefördert? Oder? Nein, überhaupt nicht. Es gibt überhaupt keine finanziellen Verbindungen. Also, meine Meinung, Deutschland muss raus aus Afghanistan, weg mit Hartz IV.
Dieser Ökofaschismus muss aufhören. Es kann nicht sein, dass für unser Benzin in Asien, Südamerika Zehntausende sterben, wofür die Frau Böhm oder wie die heißt, vom Grünen ja hauptverantwortlich ist. Es darf nicht sein, dass auf deutschen Kanzeln Imame zum Töten von Juden aufrufen, wie das in Frankfurt der Fall ist. Dass in Frankfurt türkische Rechtsradikale ein Kulturzentrum eröffnen. Es darf nicht sein, dass Deutsche oder Nicht-Muslime aus unseren Stadtvierteln vertrieben werden. Und dafür bin ich Mitglied bei der Die Freiheit. Was ist denn so? Ich bin Mitglied. Aber von meiner Überzeugung her bin ich Kommunist. Ja. Und das Problem ist, dass die Leute hier alle keine Marx, kein Lenin, kein Engels gelesen haben. Also die Nazis waren links, wenn ich mal Goebbels zitieren darf, nach unserer Gesinnung ist die NSDAP die deutsche Linke und wir hassen nichts mehr wie den rechten Besitzbürgerblock. Auch Hitler sagte, er ist Sozialist, war ja früher auch in Wiener Zeit, war er bei den Kommunisten. Und die rechte Ecke wären eigentlich die Leute, die früher bei Strauß waren. Also überwiegend bei Die Freiheit, Nazis, nein, NPD ist ja auch ein Gegner der Freiheit. Die NPD ist eine linke Partei von ihrem Programm her. Die Linkspartei, das wären Nazis. Da sagt ein Lafontaine, Fremdarbeiter nehmen deutschen Familienvätern die Arbeitsplätze weg. Aber wenn man sie jetzt so hört, dann könnte doch auch so der Eindruck entstehen, gerade wenn sie über Islam reden, dass sie schon auch zur NPD passen würden. Nein, die NPD steht auf Seiten des Islam. Zum Beispiel Udo Voigt redet gerne vor der mittlerweile verbotenen Hizb al-Tahrir, einer Terrororganisation. Die Ideologie des Faschismus und des Islamismus sind ziemlich identisch. So hat auch Hitler den Mufti von Jerusalem schon von 39 bis 45 in Berlin gehabt. In dieser baute für ihn muslimische Einheiten der Waffen-SS auf. Sind Sie jetzt hier vor Ort oder kommen Sie von weiter Hessen? Also ist das jetzt, kann man sagen, Gießen so ein Zentrum der neuen Partei? Oder? Nein, ja, Gießen kommt daher, da die Landeskoordinatoren aus der FDP ausgetreten sind und wir wohl von hier aus dieser Gegend kommen. Ja, also es gibt bei Die Freiheit keinerlei Ausländerfeinde. Ich würde keinen kennen. Die Ablehnung des Islam, der Islam wird genauso abgelehnt wie der Nationalsozialismus oder jeder Totalitarismus. Und eines der zentralen Forderungen ist eben die direkte Demokratie nach Schweizer Vorbild. Wo kann man da was Faschistisches erkennen? Sorry, tut mir leid. Am besten den Islam Willen. Als Religion lehnen Sie ab? Oder? Der Islam ist keine Religion. Der Islam ist eine Politideologie. Im Gegensatz, ich meine, der Islam lehnt ja sogar die universellen Menschenrechte ab. Deswegen haben die Muslime mit der Kairoer Erklärung eine Gegenmenschenrechtserklärung geschaffen, in der in mehreren Paragraphen klar gesagt wird, wer kein Muslim ist, ist kein Mensch und für den gelten keine Freiheiten. Auch stellen die Muslime immer klar, dass die Scharia, das göttliche Gesetz, immer über jedem weltlichen Gesetz sitzt. Das heißt also, ein Muslim kann niemals, wenn ich mal Axel Ayub Köhler von der FDP zitieren darf, Islam sieht Demokratie nicht vor. Mir ist es persönlich egal, ob jemand an einen Baum glaubt, an einen Stein oder eben an den Islam. Aber der Islam ist konträr sämtlichen anderen Weltreligionen. Wenn zum Beispiel das Christentum oder das Judentum die persönliche Verantwortung des Einzelnen als Maxime hat, kennt der Islam nur das Kollektiv. Der Einzelne ist für nichts verantwortlich, er kann auch nicht ändern, weil sein Gott, Allah, eben alles schon, was dieser Mensch tun wird, festgelegt hat. Ich habe in Frankfurt gelebt und musste wegen meiner Kindern, die von Muslimen, weil sie eben keine Muslime waren, Schutzgeld zahlen mussten. So kam ich auf die Problematik vor 3 Jahren, habe mich kundig gemacht, kam über PI zu PAX. Da kann ich zugeben, da bin ich stellvertretender Landesvorsitzender in Hessen. PAX? PAX Europa. Die ja gebrandmarkt ist als rechte Organisation mit lauter Kommunisten im Vorstand. Sorry, tut mir leid. Gehrig. Norbert Gehrig. Erik. Gehrig. Gut. Und sind Sie auch bei Political Incorrect aktiv? Also da bin ich auch aktiv, ja. Da gibt es ja auch Ortsgruppen, Political Incorrect, Koblenz. Das sind lose Zusammensetzungen, aber direkte feste Verbände gibt es da keine. Also in der Region, wo ich wohne, gibt es keinen. Wobei man sich natürlich untereinander kennt. Okay. Und auch da ist wieder mal die Linie politisch gesehen überwiegend links. Nazis von der Straße fegen. Ich bin als Teilnehmerin der Kundgebung da, weil ich es wichtig finde, hier gegen diese Gründungsversammlung des Landesverbands der sogenannten Freiheitspartei zu protestieren, das auch deutlich zu machen. Ich finde es beschämend, dass die
sogenannte Freiheitspartei hier sich in unsere Stadt wagt, weil wir sind eine Stadt, die Offenheit, die Vielfalt, die Toleranz lebt, wirklich schon viele, viele Jahre lebt mit den unterschiedlichen Menschen aus unterschiedlichen Kulturen. Und das ist eine Partei, die auf Spaltung der Gesellschaft setzt, die nicht zusammenführt, die menschenverachtend ist. Und so eine Partei möchte ich eigentlich in unserer Stadt nicht haben. Das ist ja keine wirkliche Islamkritik. Kritik hat ist für mich eigentlich ein konstruktiver Prozess. Und genauso auch Kritik an fehlgeschlagener Integration. Da steht für mich, wenn ich eine Kritik ehrlich und ernst meine, steht immer als Ziel dahinter, dass ich konstruktive Lösungen suchen will. Und zwar mit allen Menschen in dieser Gesellschaft und auch mit den, mit allen Kulturen in dieser Gesellschaft. Und das ist ja genau eine Partei, die auf niedere Instinkte setzt, die auf Ressentiment setzt, die auf Menschenverachtung setzt, auf Ausgrenzung. Und sich das zum Vehikel nimmt, diese wirklich Ausländerfeindlichkeit lebt.